Willkommen in Düsseldorf. Ich bin wie im letzten Video auch mal wieder in Städten in Deutschland unterwegs, in denen ich bisher noch nicht war. Und Düsseldorf gehört eben auch dazu. Und zufälligerweise ist morgen hier in Düsseldorf auch gerade der Japan-Tag. Das war nicht ganz so geplant, hat aber sehr gut gepasst. Und ja, wer Düsseldorf kennt, weiß, dass der Anteil an Japanern und an japanischen Restaurants und Läden hier allgemein sehr hoch ist. Deswegen können wir uns auf Japan-Content freuen, ihr genauso wie ich. Und wir gehen jetzt erstmal ins Japan-Viertel los. Max ist auch wieder dabei, also auf geht's! Wir waren eben dann Ramen essen bei Takumi Ramen, einer der angeblich besten Ramenläden in Deutschland. Und diese Aussage kann ich auch nur unterstützen. Die Ramen waren super lecker, der Laden war mega authentisch. Und ja, es war ein Laden, der hätte genauso gut in Japan stehen können. Und jetzt haben wir nochmal einen kleinen Umweg gemacht und sind jetzt am Filmmuseum. Und da schauen wir einfach mal rein, denn das soll eigentlich ganz cool sein. Und das fanden wir super interessant, denn ja, wenn man selber so kleine Videos, Filmchen macht, kann das eigentlich nur interessant sein. Leider durfte man in dem Filmmuseum nicht fotografieren oder filmen, deswegen habe ich gedacht, geben wir euch einfach kurz ein Feedback dazu, wie das da drin so war. Wir waren jetzt ungefähr eine Stunde, bevor die zugemacht haben, da und haben dadurch günstigeren Eintritt bekommen. Also die haben dann irgendwie so eine Happy Hour, in der jeder dann für den ermäßigten Eintritt reinkommt. Das heißt, wir waren für 2,50 Euro eine geschlagene Stunde dann auch da drinne. Mhm. Ja, man konnte relativ viel rumgehen. Es war sehr interessant zu sehen und man konnte auch so ein paar Kleinigkeiten ausprobieren, nicht zu interaktiv, aber ich fand, für 2,50 Euro kann man das auf jeden Fall mal machen. Ja, wenn man sich aber alles durchlesen will, ist eine Stunde viel zu kurz. Ja, das stimmt. Gibt wirklich sehr viel Infomaterial, so zu Filmgeschichte und zu den bekanntesten Regisseuren, wo man sich einfach die komplette Vita durchlesen kann. Ja, man kann auch voll viele Filmbeispiele angucken und so, das haben wir auch nicht alles uns angeschaut, aber ja, wenn man einfach mal so ein bisschen auch der Hitze dann entkommen will, dann ist das auch eine gute Option, so für eine Stunde noch ein bisschen chillig den Tag ausklingen zu lassen. Definitiv, ja. Ja. Und dann waren wir jetzt ganz am Ende nochmal auf der Immermannstraße und haben nochmal uns ein bisschen umgeguckt, was es noch so für Essensmöglichkeiten gibt und haben da ein kleines Café entdeckt, würde ich das nennen. Mhm. Ein Café? Ja. Integriert in einen Friseurladen. Ja, das war ein bisschen seltsam. Auch interessant, ja. So, da war ein Friseurladen und im selben Eingang, wo halt das Schild von dem Friseurladen drauf stand, konnte man reingehen und dann aber abbiegen in das Café rein. Ja. Und da gab es halt so richtig niedlichen Kuchen und auch super coole Getränke dazu. Also ich hatte irgendwie eine Matcha Azuki Latte oder so. Also, und dann Eis, also richtig geil. Ja, genau. Also es war richtig mega cool, was sie da an Angeboten da hatten. Und auch der Kuchen, mein Kuchen war irgendwie mit Sakura, deiner war so mit Erdbeeren, oh, so ein bisschen Richtung Ichigo Daifuku. Also es war mega gut und der Kuchen war so weich. Also das ist eine echte Empfehlung. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wie der heißt, aber ich werde euch ein paar Szenen davon einblenden. Dann werdet ihr vielleicht jetzt den Namen sehen. Genau. Und damit würde ich sagen, schließen wir den ersten Tag Düsseldorf ab. Und der zweite Tag folgt genau jetzt. Tag 2, wir gehen zum Frozen Yogurt und wir gehen jetzt zum Rheinufer. Es ist definitiv viel zu voll. Und rumlaufen mit einer Musikbox ist einfach nur anstrengend für alle, die eure Musik nicht hören wollen. Sorry, aber an jeder Ecke läuft hier andere Musik, weil irgendjemand meint, seine Musik ist die coolste. Sorry für die etwas genervteren Kommentare gerade, aber ich will euch das ganze Event auch nicht schöner reden, als es ist, sondern eben genau meine Meinung rüberbringen. Und weil es hier am Rheinufer gerade viel zu voll ist, haben wir uns jetzt entschieden, erstmal zu dem Echo-Haus zu gehen.
Wir haben heute auch Tag der offenen Tür und es gehört irgendwie ein bisschen mit zum Japan-Tag dazu, aber ist ein bisschen weiter weg vom Schuss. Und wir hoffen, dass es da nicht ganz so voll ist und ein bisschen kultureller und irgendwie, ja, ganz interessant. Den Rest des Tages noch mal nice was gegessen, noch mal Ramen und dann gechillt. Und jetzt sind wir beim Feuerwerk. Das ist hoffentlich noch mal ein cooler Punkt, für den sich das Ganze hier so ein bisschen lohnt. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das wirkt und wie gut meine Kamera das aufnehmen kann. Es ist jetzt der nächste Morgen und ich habe gedacht, ich filme jetzt nochmal die Abmoderation einfach, weil es gestern zu dunkel war für meine Kamera. Und ich wollte nochmal ein bisschen zusammenfassen, so Düsseldorf, der Japan-Tag, was sind meine Eindrücke? Und ich muss sagen, Düsseldorf hat mir sehr gut gefallen, auch sehr viel besser als Köln. Es ist echt eine relativ schöne Stadt. Ja, man findet sehr schnell sehr coole Ecken und der Japan-Einfluss ist hier schon relativ groß. Also man hat viele japanische Restaurants, viele Läden, kleine japanische Bäckereien etc. Es ist ziemlich cool und hat mich sehr beeindruckt. Ob man aber jetzt extra zum Japan-Tag nach Düsseldorf kommen sollte, ich weiß nicht. Ich würde sagen, nein, es lohnt sich nicht. Das Einzige, was ich am Japan-Tag cool fand, war eben dieses Echo-Haus, weil es halt schon ja einfach wie so ein traditioneller Tempel aussieht und ja eben sehr viel Nostalgie auch in mir geweckt hat. Und das Feuerwerk war auch sehr cool, aber abgesehen von diesen beiden Dingen, ja, fand ich es einfach viel zu voll. Gestern auch relativ warm, dafür kann jetzt die Veranstaltung an sich nichts. Aber das hat eben dieses viel zu voll auch nicht besser gemacht. Und ja, an sich war es einfach so, man hatte vielleicht Elemente der des kulturellen Japans auf den Bühnen etc. vorhanden, aber man hat es einfach gar nicht genießen können. Und ja, so wie ich das im Internet so ein bisschen gelesen habe, ist es ja auch nicht so, dass es bei dem Japan-Tag jetzt erst dieses Jahr so war, sondern dass das schon einige Jahre so ist und dass scheinbar die Stadt Düsseldorf das auch nicht so richtig interessiert, dass es einfach viel zu voll ist und die Veranstaltung einfach weiter so durchgeführt wird. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so cool gewesen und ich würde sagen, Düsseldorf gerne wieder, Japan-Tag nicht unbedingt. Und damit, ja, würde ich sagen, beende ich dieses Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Düsseldorf hat euch ein bisschen gefallen und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder.